Dank, Jürgen. Nicht nur die rund 1600 Gäste des Ball des Sports werden Sport erleben und eine schöne Zeit haben, sondern auch die Bürger Frankfurts werden vom Ball des Sports profitieren in einem Rahmenprogramm zusammen mit der Sportstadt Frankfurt. Thomas, was wird da vorbereitet und worauf können sich die Leute freuen? Es ging am Freitagabend schon los, ne? In der Fabriksporthalle in Frankfurt-Fechenheim. 18 Uhr ging es los, dank der Unterstützung von Mike Josef und Roland Frischkorn. Und es gibt ein Programm, was sich bis Sonntag hinzieht, wo man sich involvieren kann, wo man hingehen kann, wo auch von uns geförderte Athleten da sind. Bei 3x3 Basketball ist ein Nationalspieler dabei, der Leon Fertig. Und von daher wollen wir sicherstellen, dass nicht nur hier an diesem Abend eine Strahlkraft nach ganz Deutschland, was den Leistungssport angeht, ausstrahlt, sondern dass auch hier lokal in Frankfurt die Menschen mitgenommen werden und sich beim Sport engagieren und begeistern können. Eine Kombination aus sportlichem Erlebnis und kulinarischen Genüssen. Das wird vielleicht jetzt, wenn die Worte da so stehen, noch gar nicht klar, aber die Vorspeise Alley-oop vom Saibling und Meerrettich. Ein Alley-oop ist ein Fachbegriff aus dem Basketball. Ja. Und wenn man sich genüsslich überlegt, ein Saibling konferiert mit Tartar, Meerrettich-Mousse, in Apfelgelee, rote Beete-Creme mit Creme Fraiche und Kohlrabi-Korb, Buttermilch Süd und Schnittlauchöl, das klingt doch fantastisch. Ja, also da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Und wenn es dann zum Hauptgang ein Florett vom Herefordshire-Rind gibt, einen Degen von gebratener Grießschnitte mit Wintergemüse, Kräuterseitlingen, Bernese Espumant und Schalottenjus. Also das klingt doch fantastisch. Also das ist eine Kombination aus sportlichen Genüssen, ne, die Sportarten repräsentieren, Basketball, Fechten und ganz zum Schluss Pop-Locking Stones vom Original Beans mit 37% Juna Edelweiß-Schokolade und Original Beans Kruvidunga 70% Schokolade. Also das ist angelehnt an Breaking. Das hier gibt es Gott sei Dank nicht. Ja. Wir sind extrem dankbar und stolz, dass wir, also unsere nationalen Förderer sowieso, wir sind alle sehr loyal und treu, wir haben Verträge verlängert mit Partnern und da ist es gut, dass wir uns dieser Treue gewiss sein können, denn die Partner wissen, dass die Athleten dauerhaft Unterstützung brauchen und da soll es keinen Strömungsabriss geben. Wir haben ja sportlich einiges zu tun im deutschen Spitzensport, um auf die Weltspitze ein Stück weit wieder aufzuschließen und da sind wir glücklich und dankbar, berichten zu können, dass da keinen Abriss gibt und wir auf diese Partner auch in Zukunft bauen, die sie gerade auf dem Template gesehen haben mit all den Logos, nicht nur für diesen Ball, sondern auch dauerhaft, was unsere nationalen Förderer angeht, aber auch andere Premium-Partner, da sind wir sehr glücklich, dass wir die alle haben. Ja, also da machen wir das Logo-Chart. Berlemann, der Ball des Sports 2024 steht unmittelbar bevor. Geben Sie uns doch bitte einige Eckdaten zum Ablauf. Zum einen ist es natürlich ein ganz besonderer Ball, weil in diesem Jahr die Olympischen Spiele 2024 in Paris stattfinden. Und deswegen genießen wir natürlich besondere Aufmerksamkeit. Eckdaten, wir haben über 1500 Gäste, ja, die zu uns kommen und gemeinsam den Sport und den Leistungssport, die Athleten mit uns feiern. Es gibt ein fantastisches Essen, was Nelson Müller kreiert hat, gemeinsam mit Akzente. Wir haben wahnsinnig viele Gäste aus Politik, aus Sport und aus Wirtschaft. Wir haben Bundesministerinnen zu Gast. Wir haben Mitglieder der Hall of Fame zu Gast. Wir haben die CEOs unserer nationalen Förderer zu Gast. Also eine bunte Reihe, hätte ich fast gesagt, von Menschen, die gemeinsam mit uns diesen wichtigen Abend im Leistungssport begehen werden. Einige Namen bitte. Einige Namen. Also Nancy Faeser wird bei uns sein. Wir haben Bettina Stark-Watzinger, um die beiden Bundesministerinnen zu nennen. Boris Rhein wird selbstverständlich da sein als Ministerpräsident des Landes. Wir haben berühmte, verdiente Sportler und Sportlerinnen. Ulrike Meifert wird da sein. Wir haben Franziska von Almsick. Der Sportler des Jahres, Lukas Dauser, wird da sein.
Wir haben die CEOs wie Christian Sewing von der Deutschen Bank zu Gast, um nur einen zu nennen. Und es gibt eine Menge Menschen, die gemeinsam mit uns den Abend begehen werden, weil es ihnen das wert und wichtig ist. Welche Sportarten werden diesmal im Vordergrund stehen? Wir haben tolle Sportarten ausgewählt. Es geht um Fechten, es geht um Judo, es geht um die noch junge Sportart 3x3 Basketball und Breaking, was ja in Paris dieses Mal erstmal olympisch sein wird. Neben dem Sport gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder ein Mitternachtseck. Wen können wir da erwarten? Wir erwarten Joy Delaney und Max Herrer, die circa Mitternacht uns hier mit ihrer Musik unterhalten werden und wo es dann die große Party geben wird. Super, dann wünschen wir doch ein gutes Gelingen und alle freuen sich auf den Baldesport 2024 hier in der Frankfurter Festhalle. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, wir freuen uns sehr. Herr Hassler, der Baldesport 2024 wird am Samstag hier ausgetragen in der Frankfurter Festhalle. Vor welchen Herausforderungen haben Sie sich dieses Jahr gesehen? Ja, wir wollten wieder ein neues Programm auf die Beine stellen. Wir haben zum ersten Mal 4 Sportarten, die wir präsentieren. Bis dato waren es immer nur 2. Dieses Jahr wird es jetzt Fechten, Judo, Breaking und 3x3 Basketball sein. Die Herausforderung war, die alle zusammenzubekommen, die Inszenierungen so aufeinander abzustimmen, dass wir eine Vielfalt haben und vor allen Dingen in der knappen Probenzeit das jetzt auch alles vom Pensum her zu bewältigen. Und das Konzept des Aufbaus, wie haben Sie das diesmal umgesetzt? Wir haben diesmal gesagt, wir wollen uns unterscheiden. 2023 hatten wir einen ganz besonderen Sportakt in der Mitte des Raumes gehabt und einen riesigen Felsen nachgebaut. Wir haben gesagt, 2024 wollen wir offener werden, wir wollen medialer werden und etwas moderner in der ganzen Ausstrahlung. Und so sind viel neue LED-Flächen dazugekommen, Projektionsflächen. Und das wird jetzt spannend werden, die miteinander abzustimmen. Aber auch im Tonbereich haben Sie etwas verändert. Wir haben zum ersten Mal ein Sounddesign, ähnlich wie bei einem Film, dass wir auch auf der akustischen Ebene erkennbar werden, wie klingt der Ball des Sports. Wir haben versucht, jetzt auch eine neue Technik der Schallübertragung einzuführen. Unser DJ, der das Ganze macht, ist auch international bekannt, DJ Ensure. Der müsste jetzt schon da sein, ich konnte ihn noch nicht begrüßen, aber das ist jetzt unsere nächste Aufgabe, 13:30 Soundcheck. DJ ist ein Stichwort, dieses Jahr wird auch wieder eine Disco stattfinden? Genau, diesmal haben wir auch wieder eine laute Disco, keine Silent Disco, die unten in einem Nebenraum stattfindet, sodass unsere Gäste sowohl hier auf der Tanzfläche aktiv werden können, als auch in der Diskothek. Super, vielen Dank. Danke euch.